Hallo, hier ist Dina mit dem Video Digest, in dem wir von den wichtigsten Ereignissen in der Geschichte des Stringtransports und der Skyworld Community der letzten Wochen erzählen. In dieser Episode: UST-Lösung für die Entwicklung der arktischen Gebiete. Die UST-Technologie wurde an russischen Universitäten vorgestellt. Neujahrsaktion Share New Year 2024. Lasst uns keine Zeit verschwenden, wir kommen sofort auf das erste Ereignis. Das 13. Internationale Forum Arktis, Gegenwart und Zukunft fand vom 7. bis 8. Dezember in St. Petersburg statt. Junitsky String Technologies nahm an dieser groß angelegten Veranstaltung teil. Die Gleisstruktur ist dank der Vorspannung der Seile gegen die Temperaturschwankungen von plus 60 bis minus 60 Grad resistent. Für den Winterbetrieb sind keine Enteisungsflüssigkeiten erforderlich. Das automatisierte Steuerungssystem schließt die menschlichen Fehler aus und ermöglicht den Betrieb der UST-Anlagen das ganze Jahr und bei jedem Wetter. Vertreter des Unternehmens haben den Unterricht für Studenten und Dozenten aus 5 russischen Universitäten durchgeführt. Das Thema der Vorlesung war die UST-Technologie. In der UST-Delegation war Sergei Artuschewski, stellvertretender Generaldesigner von Junitsky String Technologies. Die Mitarbeiter von Junitsky String Technologies sprachen über die Besonderheiten und Vorteile der UST-Lösungen sowie über ihre Effizienz und Bedeutung für die Wirtschaft. Dank Ihrer Unterstützung haben wir im Jahr 2023 viel erreicht. Um das neue Jahr positiv zu beginnen, nehmen Sie an der Aktion Share New Year 2024 teil. Im Rahmen dieser Aktion können Sie mit dem Rabatt 1 zu 80 investieren und diese Gelegenheit mit Ihren Freunden teilen. Vielen Dank, dass Sie weiterhin mit uns eine bessere Welt der Zukunft schaffen. Es werden noch viele großartige Dinge folgen. Wir gratulieren Ihnen zum neuen Jahr und wünschen Ihnen alles Gute. Das waren die wichtigsten Neuigkeiten für heute. Vergesst bitte nicht, dieser Episode ein Gefällt mir zu geben und einen Kommentar zu hinterlassen. Bis dann!